Schnecken verschließen, wenn es Winter wird, ihr Gehäuse mit einer Kalkwand. Dass es auf dieser Welt Weichtiere gibt, die, wenn es kalt wird, ihre Türen fest zumachen, finde ich faszinierend. Kleinere Löcher oder Risse im Gehäuse kann die Schnecke mühelos selber reparieren. Und sie besitzt Nieren, so wie wir, und produziert Harn. Also ich habe noch nie eine Schnecke pinkeln gesehen, aber offiziell tun sie es. Besonders faszinierend finde ich aber, dass die Schnecken einen Heimkehrimpuls haben. Wenn man also bei seinem Garten frecherweise eine Schnecke einfach zum Nachbarn über den Zaun werfen würde, würde die einfach wieder zurückkommen. Man hat das in London mit einem Garten getestet, der sehr viele Schnecken hatte und hat den Farbpunkte verpasst und hat geguckt, kommen die zurück, wenn sie 5 Meter weit weg waren, wenn sie 10 Meter, 15 Meter weit weg waren, bis zu 20 Meter weit. Kann eine Schnecke merken, aber ich kam doch von da hinten und will wieder nach Hause. Also Schnecken kennen sowas wie Heimat. Dieses Leben hat jede Aufmerksamkeit und jedes Interesse verdient. Ich wünsche mir so eine innige Nähe zu den Dingen. Ich will mich vertiefen, auch in ganz Alltägliches. Ich will Liebe empfinden zu diesem Leben.